Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe hier im Badezimmer und das heißt jetzt gerade, ich schmink mich ab. Mein Schildchen steht hier und ja, wir legen einfach mal los. Ich gehe mal hin und benutze von Garnier dieses Micellenreinigungswasser All in One, speziell für empfindliche Haut und Augen. Das ist das hier. Und einen ganz normalen Wattepad einmal schwenken. Ja, da gebe ich da gut, kann man das erkennen, einen guten Schuss drauf und lege das als erstes einmal für ein paar Sekunden auf mein Auge, so dass das ein bisschen einwirken kann. Und simsalabim, fertig. Nein, Spaß. Und gehe ganz vorsichtig über die Wimpern drüber. Guck natürlich, dass alles so weit ab ist von den Wimpern. Und ja, also alles, was rund ums Auge ist, Augenbraue und alles, das nehme ich damit schon ab. Einmal knicken. Immer mal gucken, ob soweit alles runter ist, da fahre ich dann nochmal so lang. Ja, das sieht soweit gut aus. Da machen wir natürlich auch mit dem anderen Auge. Ich habe ja mit diesem, ich hatte ja dieses Balea Augenreiniger-Entfernungszeug, aber davon habe ich jetzt zum Schluss doch immer einen Ölfilm auf den Augen gehabt. Und hier mit diesem Micellenwasser, wenn man sich das jetzt nicht direkt in das Auge klatscht, habe ich überhaupt keine Probleme. Denn das ist auch für Sachstell. Kontaktlinsenträger. Jetzt musste ich überlegen. Hier steht entfernt. Wirksam Make-up reinigt schon, beruhigt die Haut, Gesicht, Lippen, Augen, selbst für Kontaktlinsenträger geeignet. Kein Fetten, kein Abspülen nötig. So, genau, so, das ist der erste Schritt, den ich dann so mache. Sieht ja dann immer lecker aus. Das kommt an der Seite, das kommt weg. Dann gehe ich hin. Einmal warm Wasser einstellen und befeuchte damit mein Gesicht. Zack, einmal so drüber gehen. Dann benutze ich von Balea das Reinigungsöl. Schnelle Reinigung auch bei wasserfestem Make-up mit Arganöl. Ja, jetzt steht darauf für trockene Haut. Da gebe ich dann so 4, 5 Pumpstöße drauf. Verreibt das dann einmal durchs Gesicht. Wenn es geht, nicht durch die Augen, weil das dann einen Ölfilm hinterlässt. Ich weiß, wovon ich rede. Auch schön am Hals, weil da, wenn man dann Make-up hat, kommt ja auch Tage vor, wo man eben keins trägt. Aber trotzdem, bei mir ist das schon drin. Ich wasche dann immer Hals und Ohren und alles immer mit. Genau, wie ihr seht, das schäumt nicht wirklich, aber es hinterlässt so eine weißliche Schicht. Einmal Finger abwaschen, dann benutze ich hier so ein Mikrofasertuch. Ich benutze auch morgens und abends jeweils ein frisches, also immer ein frisches. Das ist bei mir einfach so drin. So, noch ist es sauber. Und dann gehe ich einmal übers Gesicht und sehe da, ja, so, dann gehe ich hin und ja, wasche alle Stellen, die ich eingeseift habe. Einmal ab. Die.
sieht meine Haut wieder aus, als wenn ich hier wer weiß wie geschrubbt hätte. Dabei, das ist so. Genau. Wasche ich das nochmal aus und gehe da nochmal drüber. Einmal reicht, aber ich mache da trotzdem. Ja, das ist so. Das ist so drin, ne? Genau. Dann lasse ich das Gesicht normalerweise Luft trocknen. Das hört sich ja auch gut an. Aber das dauert ja dann immer ein paar Minuten. Jetzt trockne ich das einfach mal ab. Genau. Und ich sehe dann direkt fix und alle aus. Dabei ist das gar nicht so. So. Dann zum Abend hin, wie morgens, das Balea Beauty Effect Eye and Lip Serum. Auch wieder ein ganz bisschen auf Ringfinger und dann aufs Auge. Erstmal schön verteilen. Ich mache das so. Und dann wird geklopft. Und auch hier mache ich das unten drunter. Streiche das schön da hinten aus. Und klopfe. So. Rest geht auch abends. Ein bisschen auf die Lippen. Ich muss mit dem Spiegel gucken, dass ich auch richtig treffe. Weil sieht ja doof aus, wenn ich dann vor der Kamera das mache, so gefühlsmäßig. Und hau mir das dann voll in das Auge. Das bringt ja auch nichts. So. Schön klopfen. Schon sieht man jünger aus. Ja, und für mich reicht abends meine Tagescreme von Balea mit wertvollem Mandelöl für trockene und sensible Haut. Die benutze ich abends. Also das reicht vollkommen. Mache ich dann genau wie morgens. Den Hals natürlich auch runter, den nicht vergessen. Und Stirn genauso. Schön alles einklöpfeln und ja. Ich mache frühs wie abends, genau, auch immer noch mein Dekolleté, nur das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, aber das mache ich da genauso. Da kommt dann auch noch schön Pflege drauf, weil da prasselt ja auch am Tag die Sonne drauf. Und ja, das war meine Abendroutine. Also das mache ich auch, wenn ich nicht geschminkt bin. Da gehe ich trotzdem einmal mit dem Reinigungsöl übers Gesicht und ja, wasche das dann ab und creme das dann schön ein. Genau, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!